Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest. Jetzt sind wir in der zweiten Etage des Gerichtshofes, haben uns, ja, wacker runtergeschlagen, getreten, geschubst und gestoßen. Und ja, jetzt versuchen wir natürlich noch weiter tiefer in die Gewölben runter zu gehen. Unser schneller Held ist natürlich wieder aktiv, aber scheint wenigstens nicht mehr so doll zu rücken wie letztes Mal. War ja wirklich eine Partie vom Feinsten, aber ich wusste auch nicht, woher jetzt auf einmal diese Ruckler kamen. Egal. Wir probieren jetzt einfach weiter aus. Da oben ist der Ausgang. Hier unten noch irgendwas. Oha. Klingtänzerin, auf der müssen wir aufpassen. Das ist die auch, die Ansturmfähigkeit besitzt. Aber jetzt ist sie auch niedergeschlagen. Und Elite-Speerträgerin. Auch weg. Gut, wir müssen hier lang. Da lässt uns einfach nichts vorbei. Sehen wir hier, die lassen uns nichts vorbei. Aber wir kommen auch nicht drum herum, das meinte ich eigentlich mehr damit. Wir kommen nicht drum herum, da lang zu laufen. Aber wie sollen wir bitteschön. Gott. Wo sind wir eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber na gut. Das ist hier alles ein bisschen sehr merkwürdig. Aber solange nur ihr hier seid, ist mir ganz recht. Obwohl ich glaube, ein bisschen uneingeladen hier komme und euch ein bisschen. Vielleicht feiern diese gerade so ein Fest oder so, ich weiß nicht. Alle irgendwie was in der Hand, so ein Speer, vielleicht so ein Lagerfeuer, aber da sehe ich kein Feuer. Aber würde Sinn machen, dass sie alle was in der Hand haben, so ein Stab, womit man natürlich was grillen kann im Lagerfeuer. Gut, aber die wollen uns nicht dabei haben. Konnte ich mir gleich denken. Ja, wieder unsere Anstürmerin. Und diesmal habe ich, glaube ich, zwei sogar von denen. Ja. Der hilft nur noch eins. Wir kennen es zu gut. Sowas hilft immer schön. Bisschen Gold eingesammelt. Aber schnell weiterlaufen. Wir wollen noch, dass die Wirkung hier anhält für unsere. Gegen unsere Gegner. So, und weiter. Und hier durch. Und hier ist nichts. Ich meine Truhe. Ich bin enttäuscht. Schwer enttäuscht. Meine haben wir auch nicht mehr allzu viele. Allzu viel. Da ist schon wieder so eine mit Ansturm. Ich nehme mal beide Tränke. Gut. Nicht so viele vorgelockt. Der Ansturm sollte wichtiger sein. Weg ist er. Okay. Alle besiegt. Aber irgendwie wirkt es hier doch ein bisschen einsam, trotz der Gegner, die hier so rumlaufen. Ich hasse die. Ist irgendwie ein bisschen einsam. Wenn nicht sogar ein bisschen trostlos hier alles. Na gut, dafür können sie auch nichts. Ach, hier ist ein Magier. Du hast da, glaube ich, was verloren. Okay, hier langlaufen. So viele Tränke haben wir jetzt auch nicht mehr. Uiuiui. Ganz ruhig. Ah, noch ein Magier. Ich gehe mal lieber hier in die Richtung. Oh, Ruckel, es fängt wieder an. Unsere geliebte Ruckelaktion. Nee, jetzt läuft sie wieder flüssig zum Glück. Dachte jetzt schon, das fängt wieder an wie letztes Mal. Echt? Die lassen mir keine ordentlichen Gegenstände. Und noch fünf Heiltränke. Überleg gerade wieder in die Stadt reinzugehen. Ich glaube, wir müssen eigentlich hier lang. Bin mir nicht so ganz sicher. Gut, Stadt. Zack. Ja, schlag weiter auf mich ein. Bringt dir eh nichts weiter momentan. Gut, Pfad des Schreckens. Trank nehmen und. Gut, ein lebender Sterblicher. Ich schwöre, dass ich diesen Dämon nichts verkauft habe. Sagt er mir jedes Mal. Ist es Grund, jetzt das anzuzweifeln, wenn er das mir so oft sagt?
Gut, ich wollte mal nach den Ring schauen. Mit Blitz nicht. Kältewiderstand wäre ganz praktisch. Ne. Kältewiderstand und Geschicklichkeit. Naja, Geschicklichkeit brauchen wir echt nicht. Mir wäre wirklich lieber sowas wie Fähigkeit Geistermeisterschaft. Mhm. Feuerwiderstand, Kältewiderstand. Ja, wir haben aber die Amulette Gesamtelementarwiderstand. Das wäre mir dann lieber, wenn das noch höher wäre. Das ist plus 11. Gut, aber das können wir. Das wollte ich nicht verkaufen. So. Tränke. Ach, hier haben wir auch noch einen Ring. Blitzwiderstand. Verkaufen. Tränke. Gleich mal wieder saftig reinschlagen. 50 Stück. Okay, 55. Und nochmal ein paar Tränke davon nehmen. Weiter geht's mit dem Geschäft. Verkauf an Schatten. Werden wir mal kombinieren? Ach, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Okay. So, das haben wir fertig. Giftstein. Wo ist unser Froststein, bitteschön? Ach, da. Okay. Ich habe jetzt gerade Angst gehabt, die haben wir nicht mehr bekommen. Irgendwo muss noch ein dritter Stein sein. Mal schauen, wo der ist. Aber erstmal wieder zurück ins Verderben. Zu unserem allseits beliebten Gegnern, die hier rumstehen. Und die erste wird schon gleich auf uns einschlagen. Wie ich den kenne? Ja, genau. Ganz ruhig, bekommst schon eine Lektion. So, die sind umgefallen. Ach, hast du Plumps gemacht. Ah, schon wieder die. Zack. Ansturmfähigkeit bringt die jetzt auch nicht mehr so viel. Vielleicht kann man die ein bisschen vorlocken. Guck mal hier alle. Ja, komm mit, komm mit. Kommt mit. Wir drehen in unseren Kreis und dann gehen wir wieder zurück. Zu meinem Banner. Sehr schön. Ja, sieht auch um einiges besser aus. Mach ich gleich mehr Schaden und ich krieg wieder Schaden ab. Du mit deiner Blutung. Sollst echt mal zum Arzt gehen damit. Ich weiß nicht, was du die ganze Zeit damit machst, aber das sieht nicht gut aus. So. Jetzt habe ich aber ganz aus dem Augen verloren, wo es eigentlich hingeht. Ich habe auch keinen Hinweis mehr. Ich laufe mal nochmal so lang. Das ist ja irgendwie nochmal einen Hinweis geben, wo wir lang müssen. Na, wieder mit Ansturmfähigkeit. Komm. Zack. Ich nutze es einfach wirklich mal, sonst wird mir die Gegner zu hart. Deswegen nutze ich mal meinen Banner immer. Noch irgendjemand? Oh, kommt mit, kommt mit. Kommt fleißig mit. Dann kriege ich meinen Trank wieder da. So. Halte ich echt wesentlich mehr aus. Weiß nicht, vielleicht kann man hier so ein bisschen so ein Sammelgrab machen oder sowas. Wäre auch ganz praktisch. Okay, hier habe ich angenommen, müssen wir hin. Gut, dann laufen wir lieber so lang. In eine andere Richtung bringt es uns nichts weiter. Wir müssen hier durch. Jetzt fängt es gerade wieder an zu ruckeln. Na super. Was für ein Monsterhorn lädt er denn schon wieder, dass er anfängt zu ruckeln? Egal. Die Monster sind schon mal besiegt. Gehen wir nochmal runter. Ich will mal schauen. Ich hab gehofft, Patronen zu finden. Eigentlich nur Gegner hier. Nicht wirklich was Interessantes. Gut. Trank nochmal nehmen. Gehen wir hoch. Komm, geh hoch. Ganz brav sein, hochgehen. Irgendwas fallen gelassen? Nö. Gucken, können wir die gleich runterlocken? Oh, wie weit sind die denn alle entfernt?
Also ich glaube, wir müssen irgendwie hier so hin. Deswegen laufe ich mal hier runter. Ja, zumindest haben wir jetzt schon wieder andere Gegner. Okay, und die hauen noch ordentlich rein. Wie ich sehe. Da ist noch einer. Bumm, tot. Bogenschützen. Gut, gucken wir mal, müssen wir laufen. Mal schauen, vielleicht geht es hier lang. Wenn nicht, müssen wir hier lang. Aber wir machen erstmal eine kurze Pause.